Also es war vom Aufbau her, fand ich sehr gut, weil in den ersten, vor allem im ersten Semester sehr gute Grundlagen gelegt wurden, die ergänzend waren auf das, was man aus dem Bachelor schon mitgenommen hat. Also ich zumindest. Es gab sicherlich auch Leute, die sich vorher weniger mit Medien auseinandergesetzt haben. Aber es war eine relativ gute Mischung. Dozierende super gut. Also die Dozierenden sind ja bundesweit im Prinzip angereist zu uns hier nach Jena, was ich sehr cool fand, weil das halt einfach auch Koryphäen ihres Fachs sind, die bundesweit unterwegs sind, sowohl in Praxis als auch Forschung. Ich fand die Mischung sehr gut, weil viel Praxisthemen auch von Leuten durchgeführt wurden, die halt tagtäglich auch in der pädagogischen Praxis unterwegs sind und dementsprechend da sehr, sehr großen Fundus mitbringen an Sachen, die man in der Praxis machen kann, gerade wenn es um so Best-Practice-Beispiele geht. Wir konnten hier sehr viel ausprobieren, aber auch der theoretische Anteil war gut abgedeckt. Für uns als Studierende, was hier so gruppendynamisch abging, war auch großartig. Also es war sehr schnell. Sehr, ja, wie sage ich das jetzt, ohne so kitschig zu klingen? Also es war sehr schnell, sehr freundschaftlich vor allen Dingen, aber auch sehr ambitioniert und sehr professionell. Also es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass man mit allen Leuten, die hier teilnehmen an dem Masterstudiengang, super cool zusammenarbeiten kann. Es sind diverse Projektideen entstanden, diverse Projekte auch schon durchgeführt worden von mehreren Leuten. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, wer überlegt, den Studiengang zu studieren, der soll das einfach machen, weil es ist ein super Studiengang.